Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Wir machen heute ein paar schaurige Cupcakes und es geht auch gleich los. Ihr braucht 125 Gramm Butter, 200 Gramm Mehl, 2 Eier, 180 Milliliter Wasser, 60 Gramm Kakaopulver, 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 3 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Honig. Und wenn ihr mögt, noch etwas schwarze Lebensmittelfarbe. Für das Frosting braucht ihr 500 Gramm Puderzucker, 150 Gramm Frischkäse, 125 Gramm Butter, Lebensmittelfarbe, je nachdem auf was ihr Lust habt, 2 Teelöffel Vanillezucker und ein bisschen Zeug zum Dekorieren. Für den Teig kochen wir jetzt als erstes das Wasser auf und lösen da den Honig und das Kakaopulver darin auf. Dann nehmen wir die Butter, schlagen sie schaumig. Geben den Zucker mit dazu, verrühren das. Und geben dann noch Mehl, Backpulver und Salz mit dazu. Sehen, dass wir das Ganze vermischen. Während wir die Kakaomasse dann dazugeben und unterrühren. Zum Schluss kommen dann noch die beiden Eier dazu. Und wenn ihr die Lebensmittelfarbe mitverwenden möchtet, dann gebt ihr sie einfach bei den Eiern mit dazu. Als nächstes bereiten wir jetzt die Muffinförmchen vor. Es werden etwa 12 Stück und dann verteilen wir den Teig gleichmäßig in den Muffinpapierchen. Bevor wir das Ganze dann in einen auf 160 Grad Umluft vorgeheizten Backofen stellen und für etwa 20 Minuten backen lassen. Beim Frosting nehmen wir jetzt als erstes den Butter, schlagen den ein bisschen schaumig, geben dann Frischkäse und Vanillezucker mit dazu, bis das Ganze gut verrührt ist. Und dann geben wir nach und nach den Puderzucker mit rein. Wichtig hierbei ist, solltet ihr alles einfarbig machen, tut ihr euch wesentlich leichter, wenn ihr das Ganze auf einmal einfärbt. Ansonsten färbt ihr das Ganze ein, nachdem ihr das Ganze vermischt habt. Dann wird das Frosting in den Spritzbeutel gefüllt. Und das wird dann auf die Cupcakes bzw. auf die Muffins ohne Frosting draufgespritzt.
Und dann dekoriert ihr das einfach so, wie es euch gefällt. Das war's zu den Cupcakes. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Dekorieren, wie ich ihn hatte. Und wenn ihr jetzt das Ganze nachbacken möchtet, findet ihr das Rezept auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox. Und zum Schluss habe ich jetzt noch einen ganz kleinen Tipp für euch. Lasst die Cupcakes idealerweise über Nacht oder zumindest 2-3 Stunden durchziehen im Kühlschrank. Denn dann schmecken sie nicht mehr nur nach Zucker, sondern sie schmecken wesentlich besser. Und ansonsten würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir in die Kommentare oder auch Social Media technisch schreibt, wie euch das Ganze geschmeckt hat, wie sie euch gelungen sind und gerne auch Social Media technisch ein Bild teilen, wie eure ausgesehen haben. Denn das würde mich interessieren und das würde mich auch riesig freuen. Ansonsten habe ich jetzt noch den Gemüseeintopf von letzter Woche hier verlinkt und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!